Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ich beim Zähmen, Reggie beim Töten. Yay, So die Fischis! klassischen Aufgaben von Mann und Frau. Ja, allerdings. Nur ein bisschen falsch rum. Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht. Du hast recht, hast du. Ich hoffe, die töten mich nicht und ich hoffe. Oh. Ja, cool. Sterben Ja, schnell. wundervoll. Jana, vor allem mein Speer stirbt schnell. Warte, soll ich den Schwert basteln? Ah ja, stimmt, du kannst ja Schwerter machen. Oh ja, das wäre ja richtig cool. Dann brauche ich hier mit dem Speer nämlich nicht so rumhantieren. Da ist unser Boot. Hello. So, was brauchen wir dafür noch? Leder 15. Ach so, habe ich da am Start. Okay. Ja, So. Leder habe ich zur Not auch ganz viel. Schwert ist gebaut, ist in der Werkbank für dich. Cool, danke schön. Ah, schön, schön. So, ich will diesen Vogel haben. Und bald kann ich ihn fliegen. Wie viel Level noch? Ich bin jetzt 43 Level noch, dann kann ich ihn fliegen. Cool. Naja, siehst du. So, dann brauche ich mir jetzt nämlich gar nicht mehr die Mühe machen, hier irgendwie einen neuen Speer zu machen. Ich habe jetzt ein Schwert. Wuhu! Das sieht cool aus sogar. Nice. Ja, ist auch ziemlich stark. Danke. Ich finde es ziemlich cool. Und jetzt können die Fische sich mal warm anziehen, ja. Das Einzige, was mich jetzt noch aufhalten könnte, wäre mal der Sauerstoff. So, Fisch. Fisch, 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 Fisch. Vor allem hier ist es eher wahrscheinlich, also wenn, dann haben wir, wenn vielleicht ein paar Piranhas oder so, die uns Ärger machen. Habe ich keine gesehen. Ich bin jetzt schon x-mal hier drüber geschwommen. In dem Vogel. Oh Weiß nicht. oh. Oh, ein Rochen, ein Rochen, ein Rochen, ein Rochen. Oh, und ich ersticke. Es war so klar, dass ich so eine Scheiße mache, ey. Ich wusste, ja, aber ich hab's doch gesagt, ne? Das Einzige, was mir was anhaben könnte, wäre der Sauerstoff. Und Der da ist ein Rochen Rochen hatte irgendwo. die. Ja, der ist da hinten. Der macht ja nichts. Ich war auch gerade da hinten und Dachte, du der Hai ist erstickst? da ganz hinten. Ja, Ach ich so, war noch aber mal. relativ nah am Rochen dran. Ach so. Du hattest da aber noch genug Ausdauer wahrscheinlich, ne? Ich hatte noch genug Leben. Ja, weil du gerade im Wasser einfach stehen geblieben bist und nach hinten geguckt hast. Ach so, ja, da war ich schon an der Oberfläche wieder. Ach so. Alles gut. So, siehst du, genau das Fleisch werde ich vielleicht lieber mal braten. Hast du da auch schon Fleisch reingemacht? Ja. Sehr gut. Ich meine es dazu. Die ganze Zeit hin und her laufen, ey. So, wie viele schwarze Beeren habe ich am Start? 12, das reicht nicht. Okay. Auch ich vermisse meinen Triceratops. Wir hätten noch irgendwie so eine Plattform extra für Tiere machen sollen, dass wir sie wieder platzieren können. Ja, können wir ja immer noch machen. Dann zähmen wir uns halt neue. Müssen wir nur überlegen, wie wir das machen. Was, neue Theoretisch Tiere könnten, züchten? nein, theoretisch könnten wir ein Fundament bauen. Das ist ja nicht so groß, und dann könnten wir da noch eine Plattform ranbauen. Ich überlege gerade nämlich, wie wir das machen. Weil wir können ansonsten nur noch höher bauen. Wir können ja nicht weiter nach rechts und links. Ja. Na, ich weiß nicht, ob wir an das Floß direkt noch vielleicht irgendwie Fundament ranbauen können. Also nicht auf das Floß, sondern daneben. Nee, Also das geht daran nicht. halt. Nee, hast du schon probiert? Nee, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich weiß ja Du auch. hast auch einige andere Sachen nicht geglaubt, dass das geht. Ich bin halt ein Ungläubiger. Siehst du? Also vertraue ich nicht darauf, wenn du sagst, nee, ich glaube, nee, das geht nicht. Wie sieht's eigentlich mit meinem Parasaurus auf? Ah, da liegt er noch, okay. Ja, immerhin. So, Ente. Ente. Habe ich hier nicht. War hier nicht vorhin noch eine Ente? Ja, die schwimmt momentan im Wasser. Also ich habe hier auf jeden Fall eine im Wasser strampeln sehen. Die
suchen sich wahrscheinlich selber gerade Fische. Ja. Na gut, ich werde eine Ente finden und ich werde sie zähmen. Ja, und beim Parasaurus hängt eine Ente rum. Okay. Joa. Wobei ich es immer noch befremdlich finde, dass sie mich angreifen. Ah nee, stimmt, genau, ich hab sie getötet. Und eventuell wirst du noch Narkosemittel brauchen. Die sehen nämlich nicht so aus, als würden sie lange bewusstlos sein. Bewusstlos bleiben, meinst du? Mhm. Ja. Ja, sorry, du warst gerade abgehackt. Genau, deswegen habe ich es nochmal wiederholt. Ja, die Sonne blendet mich. Ach ja, stimmt, apropos Sonne. Ich habe wieder hier normale Farbe einstehen. Also musst du testen, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht bleiben sie wirklich länger bewusstlos. Ja, wenn die kleinen Kompis schon nach 2-3 Sekunden wieder zu Bewusstsein erlangen, dann wird es bei der Ente wahrscheinlich auch so sein. Das heißt, ich sollte mir Beeren sammeln. Genau. Also Beeren sammeln sowieso. Vielleicht kann ich mir das auch was so machen. Das ist eine Idee. Weißt du, was ich eigentlich... Weißt du, was ich mache? Du? Also Beeren sammeln ist klar. Aber vor allem für Betäubungspfeile. Also ich hätte noch 9 Stück für dich, wenn du welche brauchst. Ja, und ich mach das gleich. Geht schon. Du sieh mal zu, dass du deinen Vogel gezähmt kriegst. Weil der ist nämlich cool. Ich bin sehr gespannt drauf. So, wo haben wir eigentlich den Parasaurus auf dem Fall? Haben wir überhaupt noch einen? Weiß ich nicht. Kann sein, dass wir... Wahrscheinlich zu Hause, ne? Entweder zu Hause oder er ist mit dem Para gestorben. Ich weiß es nicht mehr. Wobei, ist der Para nicht eigentlich auf der Metallinsel gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr, wo der gestorben ist. Weiß ich auch nicht mehr. So. Sehr schön. Ach, so ist das doch auch schön. Schön gechillt. Und hast du denn verdorbenes Fleisch da noch drin in dem Mörser? Ja, das ist mehr als genug. Ja, gut. So, warte mal. So, tut mir leid, Dodos, aber ich brauche ein Parasaurus-Sattel. Okay. Ja, die können das bestimmt verschmerzen. So, Betäubungspfeile finde ich echt gute Idee. Und mir geht langsam der Fisch aus. Ich muss neuen Fisch holen, ey. Boah. Ah, ach so, ich brauche für die Betäubungspfeile sowieso das Narkosemittel. Jetzt komm her, du doofer Fisch. Oh, wie schnell er stirbt. Ich kann nur 2 herstellen. Ach, man braucht 5 von diesen Kackbären dafür. Genau. Boah. Deswegen habe ich die Parasaurus schnell gezähmt, damit er uns Früchte sammeln kann. Damit haben wir wenigstens einen Dino zum Sammeln. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Was mit dem Vogel? 50% haben wir jetzt. Okay. Und der hat genug Fressen sozusagen. Der hat jetzt noch 11 Fisch. Ich habe ihm gerade wieder was reingetan. Okay. Und ich muss mein Gamma ausstellen. So. Ja, okay. Was? Drücke kein Plus zum Schluss, sonst wird es noch dunkler. Okay. Ich bin ausgerutscht und anstatt auf Enter habe ich auf Plus gedrückt. Und dann habe ich ziemlich schwarz gesehen, sagen wir so. Ja. Ich sehe auch manchmal schwarz. Nicht so wild. So, Parasaurus-Sattel. Irgendwie ist es gerade ganz schön wieder sehr neblig. Kann das sein? Ja. Oder war das doch ein Parasaurus, den ich gesehen habe? Was denn das für ein Scheiß? Was? Das verdirbt ja. Das organische Polymer verdirbt. Kühlschrank. Ja, da bin ich jetzt gerade hinter...
So ein Scheiß. Aber brauchte man nicht auch irgendwas in den Kühlschrank, damit das... Zündpulver. Steine ja. Und die anderen Steintypen da. Wie heißen die nochmal? Hm. Feuerstein, glaube ich, war das. Okay. Ich glaube, wir haben hier noch Zündpulver, oder? Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir hier noch welches. Ja. 41 Zündpulver waren noch im Mörser drin. Alles sehr gut. Jo, alles gut. Ich habe mich gerade nämlich gewundert, dachte so, warte mal, irgendwie funktioniert das doch noch nicht. So, jetzt räuchert die Räucherkammer. Aber dann kann ich ja auch eigentlich gucken, ob ich mir schon was davon herstellen kann, von den Polymer-Klamotten. Aber warte mal, du hattest doch irgendwo die Baupläne hingelegt, ne? Ja. Und warum hast du die eigentlich nicht selber gelernt? Wie? Na, die Baupläne für die Klamotten. Kannst du nicht lernen. Wieso? Du packst das Ding, was du lernen willst, in dein Inventar, Bauplan, und dann baust du ihn. Ach so, und du hast es aber nicht generell gelernt? Nein. Ach so. Hätte sein können. Was haben wir denn? 6 Stück? 6 Stück. Ja, schade. So viel habe ich nicht. Alter, kannst du auch mal schwarze Beeren finden? Geht doch. Mach doch dem Arm nicht so viel Angst. Ey, der soll zusehen, dass er schwarze Beeren findet. Ich brauche die. Ja. Gott, ist der langsam. Dämlicher Parasaurus. Keiner mag dich. Boah, hallo? Die haben wir auch mal gemocht. Das ist lang her. Ja. Aber ist es trotzdem wahr? Hallo. Ich finde das voll komisch, dass ich, wenn ich vom Floß aus wegspringe, ja, nicht so weit springen kann. Dann bleibt irgendwie in der Luft stehen und denkt sich, nö, das wollen wir nicht. Du springst nicht so weit, wie du willst. Okay. Komisch. So, oh, jetzt finde ich keine Enten mehr, ey. 30% braucht die große Ente noch, dann haben wir's. Ja, das ist cool. Ich finde keine kleinen mehr. Nein, ich habe sie alle getötet. So ein Mist? Was bist du? Also hier schwimmt eine Ente im Wasser. Aber wenn du sie da betäubst, wird sie ertrinken. Richtig, das ist mein Problem dabei. Cool. Betäubungspfeile und trotzdem Flieder. Ja, du brauchst natürlich ein paar mehr Betäubungspfeile. Ne? Ach nee, doch nicht, ist gestorben. Ein männlicher Oviraptor. Oviraptor? Ja, keine Ahnung. Ein kleines, also so ähnlich wie so ein, so ähnlich groß wie so ein Dilo. Heißt Oviraptor. Ach, der ist bewusstlos. Ach, ja. Ach, guck mal. Was frisst du denn? Frisst du sowas? Nö. War das nicht der Typ, der immer Eier klaut? Das kann sein. Ach so, meinst du, der frisst Eier? Ja. Das ist blöd. Das letzte Ei habe ich gegessen. Hm. Deswegen brauchen wir Dodos, die ständig Eier legen. Das heißt, weibliche Dodos irgendwo einzäunen. Dann ja. Legen die Eier. Das stimmt. Und? Oder habe ich hier noch ein Ei drin? Nee, schade. Fleisch habe ich nur. Ein vergammeltes Fleisch und Polymer. Also Bären frisst das schon mal nicht. Vielleicht sollte ich ihn einfach töten. Gib ihm den Gnadenstoß. Los. Naja, ich meine, ich kann es jetzt noch mit Fisch probieren. So hätte ich mir fast denken können, dass er keinen Fisch frisst. Was wir allerdings auch noch probieren können, ist natürlich... Stein. Steine? Natürlich. Ich fliege mir Steine ins Inventar. Ich weiß, vielleicht muss man dem Biber Holz ins Inventar tun.
Das wäre natürlich echt, das wäre witzig. Das wäre richtig witzig. So. Ach, ich hätte... Ach, bin ich blöd. Weiß ich, laufe hier rum, um rohes Fleisch zu sammeln. Um ihm vielleicht einfach Fleisch zu geben. Und dabei habe ich ja natürlich nicht bedacht, dass er in meinem Raptor sowieso Fleisch ist. Raptor, gib mir dein Fleisch. Gib her. Komm. Au! Was bist du? Oh nein, nicht du schon wieder, ey. Was denn? Dreimal darfst du raten. Kombi? Nein. Das. Oh nein, jetzt habe ich keine Munition mehr. Nein, das Vieh. Das Vieh. Ach so, der Vogel. Ja. Das Vieh. Komm her, Drecksack. Aber warum musst du immer so schnell und so lahmarschig nachladen? Ey, das gibt's doch nicht. Von mir zu, wenn ich sie überhaupt nicht gebrauchen kann, ja. Nein! Ich hab meine Waffe fallen lassen. Gib sie doch auf. Ach so, warum bist du eigentlich... Ah. Hä? So, jetzt ist er gleich tot. Ist schon abgedampft, ne? Ja, der schwebt hier in der Luft und zieht seine Kreise. Ja, ich darf meine Betäubungspfeile nicht immer verschießen, ey. Ich bin einfach zu faul, Pfeile herzustellen. Ich sollte Pfeile herstellen. 39 Stück, so. So. So, also wenn er jetzt kein Fleisch frisst, dann hat er auch Pech gehabt, ne? Nö, frisst er nicht. Tja. Ah, wenn ich ihm es gebe, frisst er es. Aber es hat keinen Sinn. Ach, schade. Okay, dann bleibt ja doch nur ein paar Eier, wa? Ja, es bleibt Eier, aber da ich jetzt zu faul bin, Eier zu suchen, und da ich mir eigentlich sowieso nur im Weg war... Du musst ja keine Eier suchen, du musst einfach nur weibliche Dodos ziehen und dann zu Hause einstellen. Ja, das können wir ja dann danach machen. Also, dann. Aber da er jetzt nicht so wichtig ist, ja, konnte ich ihn auch einfach ohne schlechtes Gewissen töten. So, 10% noch. Oh, 7%. Nice, nice, nice. Oha. Oha. Habe eine coole Ente. Eine coole Ente? Wisst ihr, ich sollte meinen Fisch vielleicht einfach mal in die Räucherkammer legen. Und erst dann mitnehmen, wenn ich es wirklich brauche. Ich schaue mich mal ein bisschen auf der Insel um, wenn ich schon mal hier bin. Ja, mach das. Die Steinigen. Ja, na, wir haben ja jetzt genug Zeit, uns hier umzusehen. Und deinen Vogel nimmst du mit? Ja, wenn er getamed ist. Also es dauert jetzt noch ein paar Prozente, ne? Ja. So. Ja, ziemlich trostlos hier. Ja, irgendwie schon, ne? Also, es kommt drauf an. Mich würde mal interessieren. Siehst du, das können wir ja mal testen. Ja, die Steininsel muss man von oben begutachten. Man sieht hier einfach gar nichts, weil hier überall Stein ist. Nö, ja, mich würde einfach nur generell mal interessieren, was da überhaupt so ist. Und jetzt sehe ich dann natürlich eine Ente, ne? Ist klar. Ist klar. Okay, komm mal zurück. Ich nehme den Fisch doch mit. Jetzt habe ich auch keine Betäubungspfeile mehr. Also nee, irgendwie... Also hier ist auf jeden Fall schon mal ein cooler See. Ja. Okay. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh Gott, ich ertrinke. Weil du keine Ausdauer mehr hast? Ach so. Ich werde hier wohl ertrinken. Daran muss ich... Ja. Und daran hatte ich ehrlich gesagt noch nie gedacht. An die Ausdauer zum Nicht-Ertrinken. Ich hätte nicht so viel laufen sollen. Okay. Wasser in meinen Lungen. Aber ich glaube, ich schaff's. Okay. Ich hoffe. Immerhin bist du wichtig. Ein Viertel Leben noch übrig. Ai, ai, ai.
Okay, ich komme nach Hause, das ist mir zu gefährlich hier auf der Insel. Ich töte mich selber. Ja, das ist mir sehr recht. Ja, immer lass fallen, immer lass es fallen. Immer diese Raptoren. Gut, ich hab hier ein paar Dokus gefunden. Ich hab ihn gezähmt. Und er ist männlich, okay. Verhalten, Folgen. Das ist doch schon mal cool. So, Rengi packt die Keule aus und haut dem Dodo eins über. Warum mache ich nur zwei Schaden an dem? Ich habe gerade gesehen, die Ente musst du gar nicht betäuben. Echt? Kann ich einfach so was zu essen geben? Die gibst dem Fisch, ja. Aber die hat mich angegriffen beim letzten Mal. Einfach als ich neben ihr stand. Mich nicht? Cool. Wahrscheinlich gesehen, dass ich. Vielleicht war ich auch einfach ihrem Ei zu nah. Das kannst du haben. Naja, ich meine, wäre ja jetzt auch nicht so. Nein, ich glaube das nicht. Really? Wisst ihr, ich mache jedes Mal. Mann. Komm, hier, Dodo, kriegst du was zu essen. Das ist so gemein. Weißt du, ich habe alle meine Beeren extra in den Kühlschrank gemacht, damit sie nicht vergammeln. Denn zehnmal so den Dodo. Ich meine, okay, es geht jetzt mittlerweile schnell, aber trotzdem. Mann. Ich brauche neuen Fisch. Ja. Kühlschrank ist welcher. Ja, ich fange frischen. Ich habe es nicht, nämlich nach Hause zu kommen. Mach das. So. Ich will lieber noch ein bisschen jagen. Aber weißt du was? Eigentlich können wir schlafen gehen. Können wir schlafen gehen? Ja. Das habe ich auch schon gedacht. Yay, Dodo. Ja, Dodo halt. So, guck ihn dir an, den Pelagon, das hat direkt geschissen. Ja, hat er gut gemacht. Warte mal, Dodo. Oh, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob er männlich oder weiblich ist. Okay, zum Glück ist er männlich, hat er Glück gehabt. Der tote Dodo, ja. Der ist nicht tot. Gezähmt. So, der läuft mir jetzt hinterher. Ja gut, dann holen wir uns noch ein Weibchen, können wir wenigstens so Eier legen. Ja, hier ist ja noch, also hier sind noch ganz viele Dodos. Ich weiß, ich habe schon Dutzend getötet, aber die bleiben einfach nicht fern. Kommen wir mal wieder. Ja, ist doch gut so. Wir wollten ja auch ganz viele haben, weil, ne? Weißt du noch, also irgendwann wird der kleine Dodo hier vielleicht auf meiner Basis ankommen. Ey, die sind so lahmarschig. Unglaublich. Ich hätte ihn auch einfach tragen können. Der sieht cool aus. Guck mal, der sieht aber auch schon so aus, als ob er uns tragen möchte, ne? Ja. Ja, wenn du hingehst, da steht auch Rüste, Sattel aus zum Reiten. Ja, na klar. Cool. Also ich muss sagen, schon echt schick. Warte, noch ein cooles Bild machen. Boom, da. Ja, fein, du guckst mich sogar an. Vor allem die Federn sehen so cool aus, ne, wie sie sich bewegen. Nicht schlecht. Ja, na dann, lass uns schlafen gehen. Gut. Hast du schon wieder eine Buschrüstung an? Achso, weil du von deinem alten Charakter alles. Ja, klar. So. Wie hast du dich denn in das Schlafen gelegt? Einfach lay on bed. Ups, jetzt habe ich mich aber bewegt. Y halten. Ach, da. Ja, guck gut. Mal, wie wir schlafen. Na dann. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein. Tschüss.